cool, ne? Warum wir das Fleisch übrigens mitnehmen? Gute Frage. Ich glaube, wir werden abwechselnd auf Äxte und Schwerter setzen. So. Da dürften wir ja gleich alles erkundet haben hier, oder? Sehe ich das falsch? Ne, wir haben gleich alles erkundet. Gut, dann können wir gleich wieder raus. Wir zaubern einmal ein bisschen. Super. Haben wir das auch geschafft? Ups, wo kann ich denn hier hin? Jetzt wollte ich gerade unauffällig trinken, ne? Hat doch nicht ganz so geklappt. Sagen, die Axt ist ja schon. Ich würde gerade mit F die Waffe mustern. Ha, ich bin auch ein Vogel. So. Aber das scheint einige Balancing vor. Einiges für Balancing getan zu haben, dass diesen Mod, den ich mir installiert habe. Ich weiß gar nicht, habe ich den in die Beschreibung geschrieben? Ich hoffe ja. Wenn nicht, nochmal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich denke diesmal dran, aber das heißt nichts, dass ich es versuche. So, das heißt, wir haben es gleich geschafft. Laufen wir jetzt mal so. Können auch so blocken. Das Eisenschild sieht zwar bestimmt besser aus als das Stahlschild, aber nützt ja nichts. Wir haben es also gleich geschafft aus dieser Höhle raus. Yay. Und da sind wir wieder. Schmetterling. Kann ich ihn fangen? Oh, das ist ein... Zaster her! Oder setzt was! Können wir auch... Ich werde euch ein Stück... Oh. Du bist ein Held. Ja. Tja. Ja, was ist? Na komm. Aber gelockt haben wir schon. Na, nun komm, hau dagegen. Okay, das Spiel leckt gerade ein bisschen. Komm, die Penner schaffen wir doch, oder? So. Blöder Penner, ey. So. Wir heilen uns erstmal hoch. Zack. So, die reicht nicht aus. Naja, aber wir laufen einfach mal weiter. Ja, zum Glück haben wir es geschafft. Komisch aus, auf jeden Fall. Sieht das aus? So. Und das? Und das? Okay. Ich höre nur, wie die Animation aussieht. So. Da ist ein Haus. Da schauen wir uns natürlich gleich mal um, denn ich will wissen, was da drin ist. Und wer wohnt da? Und was können wir da machen? Gibt es hier eine Quest? Auftrag. Ein Bauernhof. Okay. Die scheinen aber schon zu schlafen. Können wir hier übernachten? Ja. Machen wir mal bis 10. Ach ja, das stimmt hier immer nicht. Ach, soll. Beenden. Geht doch. Hallo? Hallo? Ist hier irgendjemand? Natürlich Brandwein, natürlich erstmal saufen, das ist natürlich immer wichtig. Hier sind zwei Betten. Aber die haben irgendwie nichts Besonderes. Hm, naja. Wo sind sie denn hin? Auf dem Feld war ja auch keiner.
Wir haben jetzt ein bisschen Tomaten, irgendein Kram hier rein. Vielleicht können wir daraus was machen. So. Dann versuchen wir nochmal was zu... mit Alchemie zu machen. Die Schrift haben wir nicht noch ausprobieren. Und ach, ein bisschen ausprobieren finde ich gut. Ausdauer wiederherstellen. Können wir die Brombeere nehmen. Ja. Jetzt haben wir die Hunderute. Nee. Ah, vertan jetzt hier. Da können wir nichts zu nehmen. Okay. Entfernen. Ausdauer. Schadenglück. Geht auch nichts. Okay. Entfernen. Wir nehmen eine Karotte. Die können wir mit Tomaten. Und dann nehmen wir Salat. Und können auch irgendwas zu nehmen. Gut. Und das war's dann. Okay. Ausdauer wiederherstellen. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Aber wir laufen erstmal weiter. Können wir natürlich ein bisschen umschauen noch, wo wir jetzt hin müssen und so weiter. Ja, ich habe jetzt ja meinen neuen Upload-Plan. Also meinen neuen Upload-Plan ist eigentlich bescheuert, weil ich habe ja gar keinen mehr. Das wird jetzt alles so laufen, dass das dass jeden Tag ein Video kommen soll, wenn das alles klappt. Ich muss ja mal ein bisschen weggucken, irgendwie lag das gerade. Das soll jeden Tag ein Video kommen. Ich kann es nicht versprechen, ich werde mich bemühen, aber wir sind doch gleich da, Mist, oder? Wir sind gleich da. Och nee, ne? Gut. Ich kann es nicht versprechen. Ich versuche mich dann zu halten und ich versuche es so hinzukriegen. Ich weiß nur nicht, ich kann zum Beispiel nichts dafür, wenn zum Beispiel, wenn ich einen Renderfehler habe, dann ist das ziemlich hart. Ja. Geschafft, dann bleiben wir erstmal so stehen kurz. So. Ich nehme die Hand von der Maus. Also. Ich habe keinen Upload-Plan mehr. Sondern es kommt, wenn etwas fertig ist. Das heißt, es kommt wahrscheinlich jeden Tag ein Video, aber ich kann nicht sagen, was. Wenn einer wissen will, kann das gerne fragen. Kann ich... Ja, dann kann man natürlich auch mal fragen, wann kommt das da wieder. Dann kann ich natürlich das auch besser einplanen. Kann ich eine ungefähre Antwort geben. Gossi kommt, wie gesagt, erstmal gar nicht. Weil ich leider nicht mehr spielen kann. Ich muss das demnächst mal austesten. Aber dann... Ja, müssen wir mal schauen. Solange ist es dann pausiert... und ja. Dann im Moment im Programm werden wir Oblivion unturned, also unturned mit Jonah, Flo und Jan haben. Das ist alles together. Dann werde ich alleine hier Oblivion spielen mit euch jetzt hier. Hallo, guten Tag nochmal. Und jetzt gehe ich mal anders hin. Und. Dann, wie gesagt, wenn Gothic wieder nicht Gothic hingekriegt hat, werden wir wieder Gothic spielen. Auch, also Gothic beenden, wenn Gothic zu Ende ist. Wird wahrscheinlich ein kurzes Spiel kommen, also wahrscheinlich Warhammer 40k Space Marine, das habe ich ja schon mal angefangen. Entweder kommt das dann, oder es könnte auch sein, dass, ja, ich dann irgendwas anderes noch mache, ein anderes kleines Spiel. Was also mit ein paar Stunden Laufzeit nur nicht so groß. Und ja, dann habe ich vor, so eine Trash-Reihe zu machen, mit Spielen, die man einfach irgendwie in der Schublade liegen hat, aber... Ja, oder so Wochenendspiele, weißt du, die kannst du so ein Spiel wie, boah, es gibt ja so Free-to-Play-Spiele, zum Beispiel S4League oder was vielleicht noch, ein Wolf-Team ist so ein Spiel, das kann man ein Wochenende mit seinen Kumpels richtig suchten und danach fasst man das nie wieder an. Aber für das Wochenende hat's Bock gemacht. Ich kann nicht Tränke so lange noch basteln, nein. Ja, sowas wird kommen. Das wird dann irgendwie am Wochenende mal released oder so, also speziell ein Video in der Woche dann nur, sonntags oder samstags. Und ja, wir klauen hier erstmal. Ist der bestimmt, jetzt rot, ne? Nö. Darf ich mir mitnehmen, das ist ja cool. Natürlich, zweimal kaputt gegangen, Mist. So, aber dafür wollen wir uns nicht aufhalten lassen jetzt. Wir wollen nämlich erstmal jetzt mit Joffrey reden. Ist der Name wieder eingefallen, haha. So, hier sitzt keiner. Wo ist denn der gute Mann? Hier ist auch niemand. Wo sind denn die hin? Ah, da ist jemand. Und du bist? Ah, Joffrey. Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Ich bringe euch das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Zeigt es mir.
Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Alles. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Ich sage jetzt die letzten Worte des Kaisers. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Wo ist der Prinz der Zerstörung? Wer? Was er eigentlich meinte, ist auch mir nicht ganz klar. Der Kaiser schien eine Bedrohung aus der dämonischen Welt von Oblivion gespürt zu haben. Der Fürst der Zerstörung, Merunes Dagon, ist einer der Fürsten von Oblivion. Aber die Welt der Sterblichen ist durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt, sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Bat mich, seinen Sohn zu finden. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich Uriels Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Wir fragen mal nach Unterstützung. Ich bewahre hier in meiner Truhe einige Dinge auf, um durchreisende Agenten der Klingen auszurüsten. Genau, gib mir das mal. Also, wir müssen jetzt nach Quatsch. Das ist ja echt Quatsch. Also, dein Name ist echt irgendwie, weiß ich nicht. Jede Menge Tränke, Schockzauber, Rüstung. Den Claymore nehmen wir mit. Die Axt nicht. Dafür, das müsste recht viel wert sein, ne? Du wiegst 10, du wiegst 26, du wiegst schon 15. Du bist aber nur, 6 wert. Sind wir jetzt wieder unter? Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, mit dir haben wir jetzt genug geredet. Euer höchstes Ziel sollte jetzt... Ja, das werden wir noch gleich tun. Wir machen uns also auf den Weg. Also noch nicht. Wer bist du eigentlich? Ich weiß, dass ihr auf einer wichtigen Mission für die Klingen unterwegs seid. Wenn ihr ein Pferd braucht, dann nehmt bitte meines aus den Ställen der Priorei. Talos Segen möge euch begleiten. Seid standhaft. Okay, wir haben ein Pferd, Jungs. Das ist gut. Und da scheint der Stallbursche zu sein hier. Welches Pferd ist dann meins? Ich bin hier der Schäfer. Eronor ist mein Name. Ist Schäfer. Normalerweise mische ich mich in die Angelegenheiten der hohen Herrschaften, die zur Priorei von Venon kommen, um Meister Joffrey zu sprechen, nicht ein. Tut euch keinen Zwang an und nehmt diesen Hammer. Ihr könnt ihn vielleicht gut gebrauchen und ich habe noch... Nun gut, wir haben wichtigere Dinge zu tun als... Danke,